Gab es in deinem Leben Zeiten, in denen du dich wie in einem Schmelzofen gefühlt hast? So viel Hitze, so viel Bedrängnis, so viel Schwierigkeiten, so viel Druck. Gehst du vielleicht gerade jetzt durch eine heiße Phase in deinem Leben? Schmelzöfen werden gebraucht, um Metalle zu reinigen, zu läutern. Und der Begriff Läuterung ist etwas sehr Interessantes, was in der Bibel vorkommt. Dort werden sie gebraucht, um zu erklären, wie man eben Metalle läutert, wie sie immer reiner, immer besser werden. Und der gleiche Begriff wird für uns Menschen verwendet. Auch wir werden geläutert, durch einen Schmelzofenprozess hindurchgeführt. Nämlich, damit unser Glaube reiner wird, bewährter wird, geprüft ist, tragfähig ist. Das heißt beispielsweise, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch. Wir sollen uns nicht wundern, wenn es in unserem Leben Zeiten von derartigen Schmelzprozessen gibt, von Hitze, wo unser Glaube geläutert und bewährt wird. Denn er soll tragfähig sein. Eigentlich ist es ein Geschenk Gottes, wenn er dafür sorgt, dass wir geläutert werden, dass unser Glaube geläutert wird. Weißt du, wenn ein Metall geläutert wird, dann kommt das, was im Inneren verborgen ist, an die Oberfläche, der Dreck, die Schlacke, all das, was an Verschmutzung da ist, und kann abgeschöpft werden. Und das Metall wird immer wertvoller. Und genauso ist es mit uns und unserem Glauben. Jetzt gibt es einen sehr interessanten Begriff für Läuterung. Nämlich, der griechische Begriff lautet Elikrines. Und Elikrines besteht aus zwei Wortstämmen. Das eine ist prüfen, das andere ist Sonne. Dieser Begriff heißt von der Sonne geprüft. Wenn wir geläutert sind, sind wir von der Sonne geprüft. Und weißt du, was das Bild ist? Dass unser Glaube, dass unser Leben vor dem Licht, vor der Sonne des Herrn Bestand hat. Dein Glaube wird durch die Sonne geprüft, wenn du durch schwierige Zeiten gehst, wenn du geläutert wirst und dran bleibst und weitergehst und auf den Herrn schaust. Es ist nichts Seltsames, wenn du durch schwierige oder heiße Phasen gehst. Du sollst hindurchgehen mit dem Herrn und sollst geläutert herauskommen, von der Sonne geprüft, in seinem Licht wandelnd und Bestand haben könnt. Es heißt, du hast mein Herz geprüft, hast mich des Nachts durchforscht. Du hast mich geläutert. Du hast mich geläutert. Gott ist derjenige, der uns durch diese Läuterungsprozesse hindurchbringt. Er ist derjenige, der Interesse daran hat, dass wir immer reiner, immer wertvoller werden. Im Buch Daniel heißt es, viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden. Aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Es ist gut, wenn Gott dich durch so eine Phase hindurchbringt, wenn er deinen Glauben reinigt und läutert und du hindurchkommst und weißt, dass da etwas Besseres dabei herausgekommen ist. Wenn du von der Sonne geprüft bist, dein Glaube von der Sonne geprüft ist, wenn du vor dem Licht Gottes bestehen kannst und weitergehen kannst mit ihm in das, was er für dich hat. Wenn du durch Phasen der Läuterung in deinem Leben gehst, verliere das nicht aus dem Blick. Und sage, der Herr wird mich hindurchbringen und ich werde besser herauskommen, als ich hineingekommen bin. Ich bin gewiss, Gott hat mehr für dich.